Damit gelangen wir nun zum 20. Punkt der Tagesordnung. Es ist der Bericht des Wissenschaftsausschusses. Es geht im 20. von heute 43 Tagesordnungspunkten um die Weiterentwicklung des FH-Sektors. Fachhochschulen sollen bedarfsorientiert, qualitätsgesichert und zukunftsorientiert weiterentwickelt werden. Dazu wird der Wissenschaftsminister von den Koalitionsparteien aufgefordert. Auf Basis von aktuellen Zahlen und Fakten soll er eine kommende dreijährige FH-Entwicklungs- und Finanzierungszusage vorlegen.